Was bisher geschah. Wo kommst du denn her? Und so geht's weiter. Raus aus meinem Kopf. Du bist nicht Nicole! Ich glaube, wir drehen auch noch durch irgendwann. Hallo? Hey, Sie haben es geschafft. Er starrt mich an, Isaac. Strauss, hören Sie mir zu. Hören Sie mir doch zu. Hör auf mich anzustarren! Jetzt beruhigen Sie sich doch! Isaac, wir müssen hier raus. Okay, dann los. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Hey, was ist los? Ich weiß nicht. Etwas muss die Schienen blockieren. Bleiben Sie hier. Ich sehe mich mal um. Was auch immer es war, es klang gigantisch. Wie etwas rummanschen würde auf den Schienen. Ich höre schon wieder Kinder. Auch Kinder, so. Können wir das mal sein lassen mit den scheiß Drecksbägern? Das finde ich echt schön. So, den kann ich gar nicht mehr nachladen. Der hat nur noch 4 Schuss. Gut. Die Ishimura. Sag mir jetzt nicht, ich muss nochmal auf diese verfickte... Nee. Das hat mir einmal gereicht. Ich höre doch ein Viecher. Das nervt. So, nochmal speichern. Dankeschön. Lalala. Ja. Ja. Mhm. Sehe ich irgendwas, was ich hier benutzen oder werfen könnte? Ah, hier, guck mal. Ist ja alles gar kein Problem. Das können wir sogar recyceln, guck mal. Oh. Vielleicht so? Ich glaube, das hat die nicht interessiert. Das sieht doch wieder nach so, oh, nach so einem Ort aus für diese schnellen Viecher. Moment. Kurz einen Energieknoten für mich sammeln. Ist kein Problem. Ja. Ich bin auch hier. Ey! Mein Deckel ist weg. Ich lasse das hier zurück, falls sonst noch jemand überlebt hat. Unsere Crew erfolgt uns. Unsere tote Crew. Es sind nur noch Ellie und ich übrig. Wir werden es nicht schaffen. Nein, steh auf, Caleb. Nur noch ein paar Meter. Ich höre sie kommen. Bring uns nicht beide um, Ellie. Lauf weg. Ich werde dich retten. Nur du. Caleb! Hier spricht Caleb von Schicht 1. Du siehst es aus. Ich hoffe. Kuckuck. Ich wusste es. Kleines Mist wie du. Ja. Ich wusste, ihr wärt hier. Noch ein paar. Dankeschön. Nein, das würde ich nicht. Okay. Ich weiß nur nicht, welche Geräusche von welchen kommen. Die klingen ja jetzt teilweise echt schon ähnlich, muss man sagen. Scheiß fucking Flitzeviecher. Warte mal, guck mal kurz her. Ich bin mir noch nicht raufgetreten. So ist gut. So ist schön. Ich bräuchte mal... Ich glaube, das sind aber die schnellen Viecher. Die klingen ein bisschen wie Raptoren.
Huch, nee, das war ich. Ja, danke. Ja, ich wusste es. Wie viele Lagerhäuser es plötzlich hier auch so gibt, ne? Hallo? Mist, Fido. Olle! Ich bin überhaupt nicht frustriert oder so. Nein, nein. Ja, komm her. Da sei immer nachladen, ist auch schön. Oh, könnte ich bitte von irgendwas mal normal Muni haben? So, weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Diesmal kann ich mich leider auch nirgendwo einfach hinter verstecken. Das ist auch schon ein bisschen schade. Ich höre hier noch irgendwo ein Vieh. Ja, dann komm doch her. Mann, jetzt beende es doch für uns beide. Ich fühle mich etwas nervös. Ja, das würde ich auch gerne mitnehmen. Dich lasse ich jetzt einfach mal. Obwohl, nein, Fliegevieh bei dem Ding hier glaube ich jetzt mal nicht. Was? Ja? New sideways. Weiß im Scheiß. Alter. Ey, das ist überhaupt nicht gut für mich. Ja, ich weiß, dass hier die ganzen Stase-Dinger rumliegen, die ich hätte benutzen können. Aber ganz ehrlich, wenn du so nervös bist, du hast halt einfach keine Zeit. Du willst gar nicht aufhören zu zielen. Du Angst hast, gleich passiert irgendwas. Und meistens passiert dann auch noch gleich was. Das macht's halt auch nicht besser. So, habe ich dich schon getreten? Ja, gut. Kann ich jetzt endlich weitergehen, ohne dass mich irgendwas von der Ecke angreift? God fucking dammit. Oh, nicht du schon wieder. Das freut mich. Das freut mich, dass du so schnell gestorben bist. Wenigstens ist einer von uns. Ja. Ach, den hätte ich auch benutzen können. Schön, dass die Dinger aber auch immer verstecken. Was ist denn hier hinter? Ist ja unfassbar. Da wird man mal belohnt. Sicher Download im Shop. Bla, okay. Medikill. Ich werde ja nicht mehr. Medikill. Das ist echt Rarität. Inzwischen kann ich dich nochmal hauen. Kriege ich da nochmal was? Du wirst auch immer schwangerer von Mal zu Mal, habe ich das Gefühl. Jetzt gerade Scham bekommen? Nee, oder? Was ist das da denn, Pinkes? Hm, ein Stück Gewebe. Yay, noch mehr Aufzug fahren. Kann ich ja mal was trinken. Ich habe so gar keine Lust mehr und es ist gerade meine Stunde. Ich habe nichts mitgenommen. Ob ich kurz antäuschen kann? Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht, aber ich wollte es nochmal testen. Aber die Dinger gehen mir auf den Sack. Ja, macht nichts draus. Sapper, lecker, lecker. Oh, ich dachte erst, du wärst... Warte, du bist Ken. Auch sehr schön. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ach Gott, dammit. Du kleines Mistvieh. Danke dafür. Bei mir die geht's ja nicht schon irgendwie Rarität genug sind. Haut mir halt alle nochmal was rein.
Dreh mal nicht drüber. Nein, nein, ich möchte darüber nicht reden. Nein, nein. Ich verweigere jede Aussage diesbezüglich. Hallo. Ich kann ja wieder was verkaufen. Flammenwerfer, Sucherprojektil. Oha. Ja. Ja. Und bitte ja. Holy shit, hab ich jetzt hier. Also wir können ja mal die hier verkaufen und zugunsten dessen die größeren holen. Nee, ich würde gerne nochmal in den Shop. Ich will mir wirklich von dem Geld eigentlich nichts anderes mehr holen. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, aber irgendwie. 2, 3, 4. Dann können wir uns nochmal 3 Energieknoten holen. So ist gut. Haben wir wieder da ein bisschen, weil. Ist schon nicht schlecht. Guck mal, ich meine, es ist mit Energie. Könnte ich gerne mehr von haben. Hätte ich jetzt spontan so nichts dagegen. Können wir uns drauf einigen. So. Sind wir damit auch durch. Sehr schön. Wo darf ich denn als nächstes mich verprügeln lassen? Siehst du, was ich da sehe? Ich habe darauf keinen Bock. Ellie, eine riesige Tentakel blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Ja. Ja, natürlich. Warum geht die Tür hier nicht so? Ach so, da krieg ich. Okay. Ja, na klar. Ach so. Ich verstehe. Ärgern wir mal das Tentakel-Monster-Vieh. Natürlich. Das hat beim letzten Mal auch schon so gut funktioniert. Nicht mehr? Das war's? Mehr kriege ich nicht? Ah, da. Sollte ich mir welche sparen? Egal. Wir probieren. Es hat funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns dort. Keiner macht sich Sorgen über Mr. Riesententakel und Überreste oder was? Ich auch nicht. Was soll's? Ja, na klar. Der wird bestimmt mega begeistert sein. Wenn ich das schon sehe. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Was? Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strosser soll sich festhalten. Es geht los. Bitte? Darf ich kurz Veto einlegen oder so? Ich will mir die gerade mal hier ein bisschen sammeln. Ich glaube, das wird nicht so gut enden wie das da oben. Ich glaube nicht, dass das so glimpflich läuft. Muss ich die erst verwenden eigentlich? Ich habe Angst, hier auch einen gewissen Schritt zu machen. Bleib einfach schön auf meinem. Ja, ja. Könntet ihr Nachschub besorgen? Muss ich die echt. Wir verwenden mal eins. Ja. Sag mir nicht, das war's. Doch, das war's. Jihihi. Bist du ein Schwächling? Achtung! Aus den Löchern in den Wänden kommen noch mehr! Natürlich kommen noch mehr! Are you fucking kidding? Wieso gibt's von denen gleich mehr? Nein, geh nicht weg. Oh, doch dich. Nein. Ich glaube, es hackt. Das war falsch. Ja. Weißt du, ich krieg jetzt gerade ein kleines Problem. Ja. Nein. Warte, ich will kurz laufen. Du bist ein nettes Vieh. Ich weiß, wir hatten romantische Tage, oh Gott. Sei doch nicht so. Weißt du was, ich warte jetzt einfach. Ich hoffe, die kommen nicht aus. Nee, komm. Ich glaube immer erst, wenn ich eins so ein Dings gemacht habe. Nein, never mind. Ich nehme es zurück. Ich glaube, ich muss mich beeilen. La la la. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein.
bin gar nicht da. Fuck you! Hier wird gleich alles in die Luft fliegen. Isaac, gehen Sie schnell da hoch! Ja, ah. Das ist nicht so einfach. Kann ich hoch? Ich kann nicht hoch. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Wo muss ich denn hin? Oh, ich muss da lang. Oh. Bitte lass mich das nicht nochmal machen. Das geht gerade so gut. Nee. Nicht ernsthaft jetzt. Wenn ich das jetzt alles von vorne machen muss, schrei ich gleich. Bitte. Hab danach nochmal gespeichert. Ist doch nicht zu fassen. Nicht dein Ernst. Dein Ernst jetzt? Okay, dann weiß ich wenigstens, was ich holen muss. Jetzt ist gleich großes Kotzen angesagt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. So, habe ich wenigstens zum Eimer Stase. Und ich weiß gleich, ich renne im Kreis und bewege mich einfach die ganze Zeit. Zum Kotzen. Ja, ja. Eine riesige Tentakel blockiert die Transporttür. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Ich nehme auch gleich eins mit nach unten und dann wird da direkt einfach alles drauf gefeuert. Ist mir scheißegal. Offensichtlich kommen die ja eh endlos. Es hat funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf sie. Ja, ist aber schön. Ich sehe sie. Wir treffen uns dort. Du kommst gleich mit. Bye bye. Ich glaube, es ist weggeflogen. Nein! Ich glaube, ich muss wirklich die erst benutzen. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Was? Sind Sie irre? Das Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strosser soll sich festhalten. Es geht los. Könnte ich nicht einfach warten, bis mein Stase... Ja gut, nein. Tada! Tada! Fick dich! Hast du irgendwo... Gut, jetzt hast du nur noch einen Arm. Hab ich das gerade... Nein, warte. Warte. Die Dings, als würdest du ständig irgendwas brechen. Nein! Ja, hat geklappt. Fick dich! Hier wird gleich alles in die Luft fliegen! Fick dich! Jetzt, wo man es weiß, ist es natürlich easy, weißt du? Hat mir natürlich ordentlich Muni gespart. Fühle mich ein bisschen wie ein Cheater. Bin da. Ich weiß nicht wie. Stünden die Dinge anders, würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als Sie, bedeutender als das Leben aller auf dieser Station. Sir, die letzten Evakuierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, sofort! Scheiße! Ah! Er hat die Station geteilt. Keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es. Schnell! Die Ishimura. Wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Isaac, nein.
Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Warten Sie es ab, mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Ja, indeed.